Ist an. Ich beantworte die Fragen nicht der Reihe nach, sondern wie sie mir jetzt gerade noch mal einfallen. Erstens zum Thema Lebensmittelverschwendung. Als Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft weiß ich Gott sei Dank noch, wie man mit Ressourcen umgeht. Dass zum Beispiel gut ist, wenn der Kühlschrank ab und zu leer ist, dann schätzt man wieder, wenn was Frisches drinnen ist. Und dass ich ausdrücklich die Kampagne, die unser Minister schon seine Vorgängerin Ilse Aigner überhaupt ins Leben gerufen hat, nach dem Motto, zu gut für die Tonne. Ich stehe da voll dahinter. Ich habe die Reste-App. Haben Sie sie auch? Sehen Sie? Die Reste-App, die hilft uns nämlich, wie wir mit Lebensmittelresten sinnvoll umgehen, um sie nicht wegzuwerfen. Und ganz ehrlich, wir wissen doch, hier in Deutschland werden Lebensmittel am Ende der Kette weggeworfen. 40% der Lebensmittel werden in privaten Haushalten weggeschmissen, immer noch. Deshalb wollen wir weiter aufklären. Und zum anderen wissen wir, dass gerade in den Entwicklungsländern ja am Anfang der Kette, also beim Aussehen, bei der Saat, bei der Ernte, beim Transport, beim Lager, schon die ersten Probleme sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass unser Entwicklungshilfeminister Gerd Müller, der hier einen super Job macht, das Thema auf seine Agenda zusammen mit Christian Schmidt geschrieben hat, damit durch mehr Aufklärung, damit durch mehr Hilfe zur Selbsthilfe die Situation sich in diesen Ländern entsprechend verbessert. Zu den Themen. Ja, da kann man drüber lachen, aber wer am lautesten lacht, aber am lautesten schreit, der hat nicht immer recht, sondern Sie haben noch eine Minute, Frau Kollegin. Ich finde das ein ziemlich ernstes Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ansonsten, wir wissen es fängt im Haushalt an. Die Dosis macht das Gift. Wenn Pflanzenschutzmittel ordnungsgemäß ausgebracht sind, dann gibt es keine Probleme, aber eben nur unter dieser Bedingung, da hat der Landwirt Verantwortung. Zum anderen die Frage nach den Beistoffen. Ich würde an deiner Stelle, sage ich jetzt mal, das BVL fragen, das hier zuständig ist, das Bundesamt, das hier für die Zulassung jetzt und hoffentlich auch in Zukunft zuständig ist. Denn wir wissen, die Analysemethoden werden immer mehr verfeinert. Die Risikoabwägungen sind immer kritischer. Das ist auch in unserem Sinne. Schluss zu kommen, Frau Kollegin. Ich bitte Sie, zum Schluss zu kommen. Die 3 Minuten sind um. Damit bin ich zufrieden. Für mich zumindest fertig. Danke. Frau Kollegin, herzlichen Dank. Ich sehe, dass die Fragesteller mit den Antworten nicht zufrieden sind. Ich empfehle wirklich, dass man die Frage, wer weiß was oder wer hat was, dann auch vielleicht bilateral klärt. Am Ende dieser sehr munteren Debatte hat die Kollegin Rita Hagel-Kehl das Wort.